lebe jetzt hier von Tag zu Tag. Das habe ich sehr gelernt durch meine Erkrankung, einfach von Tag zu Tag zu leben und mich zu freuen über den Tag, wo es mir gut geht. Und ein Leben nach dem Tod, ja, wir Christen gehen davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod geht. Ich glaube das auch. Wie genau, habe ich keine Vorstellung, sage ich ganz offen, das weiß ich nicht. Da beschäftige ich mich auch gar nicht so viel mit. Ich glaube einfach, dass das Ganze irgendwie einen Sinn hat und dass man nicht alleine ist und dass man, es gibt ja den Satz, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist ein Bild dafür, ja. Für mich hat sich der Gedanke, dass es ein Leben über den Tod hinaus gibt, hier im Grunde verstärkt. Ich erlebe in den Sterbephasen und auch wenn der Mensch hier verstorben ist, eine Situation, die sehr viel Ruhe und sehr viel Frieden mit sich bringt. Und das ist etwas, wovon ich glaube und hoffe, dass es tatsächlich diesen Ort gibt, den wir Himmel nennen, wo auch immer dieser Ort ist, dass es ein Ort ist, wo Schmerz, Leid, wo Unversöhntheit keine Rolle mehr spielt, sondern wo wir in Gottes Hand geborgen sein können. Und natürlich hoffe ich auch und vertraue darauf, dass wir in einem Zustand sind, der uns, ja, was wir das allumfassende Glück nennen oder die Ewigkeit nennen. Das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Hat jeder seine eigenen Vorstellungen drüber? Ich bin und ich bleibe Bestandteil des Universums. Und aus Asche entsteht eines Tages wieder ein neues Leben. Ja, das ist meine Einstellung dazu. Ich kann es noch nicht erklären, es ist einfach da, ohne dass ich ein konkretes Bild davon habe. Das, was ich manchmal sehe, ein Tor, was sich öffnet und dann ein großes Licht. Und ich glaube vor allen Dingen auch daran, dass wir auch von den Verstorbenen auch nicht getrennt sind hier. Also dass es auch eine Verbindung zwischen den Lebenden und den Verstorbenen gibt. Und ja. Ich denke oft an meine Toten. Ob die sich jetzt alle da oben gesehen haben? Meine Mutter. Mein Großvater, mein Onkel, mein Mann. Möchten Sie die wieder treffen da? Ja. Wie stellen Sie sich so ein Zusammentreffen dann vor? Ach, wie soll man sich sowas vorstellen? Überhaupt nicht. Das wird passieren oder wird nicht passieren, eins von beiden. Ich sehe das nicht so als etwas, dass man plötzlich von allem weg ist und aus der Welt gefallen ist, sondern ich sehe die Verstorbenen auch etwas, was man ja hinterher auch als Lebender dann im Herzen behält. Man hinterlässt seine Spuren. Ja, und man geht in eine andere Welt dann, ja.